fast ausnahmslos an jedem Morgen, meistens so um kurz vor neun, schleich ich mich auf leisen Sohlen zu meinem Meister hinein. Er steht still in einer Ecke, dunkelbraun gelackt und kantig, und ich kann mir ziemlich sicher sein, er wird auch heute wieder grantig. Und natürlich ist mein Meister immer auch ein bisschen böse. Ich drück den Knopf und er legt los mit Druck und Dampf und viel Getöse. Ich bin ein Sklave meines Kaffeevollautomats. Er quält mich jeden Tag, wenn ich Kaffee will. Immer dann, wenn ich es wag, den kleinen Knopf zu drücken am Gerät, lässt er mich Dinge tun, die ich nicht mag, bis rot im Display, bitte wählen, steht. Er piept und brummt launisch herum, ich glaube auch, er hält mich für ziemlich dumm. Denn wie kann es sein, dass er immer dann auf Wartung steht, wenn es um meinen Kaffee geht? Ich bin ein Sklave meines Kaffeevollautomats. Er quält mich jeden Tag, wenn ich Kaffee will. Immer dann, wenn ich es wag, den kleinen Knopf zu drücken am Gerät, lässt er mich Dinge tun, die ich nicht mag, bis rot im Display, bitte wählen, steht. Manchmal denk ich, er ist ironisch, und wenn er rülpst und hämisch piept, gegebenenfalls sich elektronisch in meinen Kaffee übergibt. Ich bin ein Sklave meines Kaffeevollautomats. Er quält mich jeden Tag, wenn ich Kaffee will. Immer dann, wenn ich es wag, den kleinen Knopf zu drücken am Gerät, lässt er mich Dinge tun, die ich nicht mag, bis rot im Display, bitte wählen, steht. Bohnen füllen, Mittel im Tank, Entkalkungsprogramm. Wassertank füllen, reinigen und spülen. Es sollte doch eigentlich andersrum sein, ich gäbe ihm meine Befehle. Doch fand ich heraus, dass ich es insgeheim genieße, wenn ich mich auch ein kleines bisschen quäle. Ich bin ein Sklave meines Kaffeevollautomats. Er quält mich jeden Tag, wenn ich Kaffee will. Immer dann, wenn ich es wag, den kleinen Knopf zu drücken am Gerät, lässt er mich Dinge tun, die ich nicht mag, bis rot im Display, bitte wählen, steht. Kaffee, olé. Olé!